Es ist das größte Planspiel der Welt. Ausgerufen hat es eine Organisation der UNO. 3000 Studenten aus aller Welt sollen herausfinden, wie die Vereinten Nationen arbeiten. Im April findet dieses Planspiel in New York statt. Auch 14 Studenten aus Recklinghausen werden dabei sein. So wie alle anderen müssen sie ein Land vertreten, das sie kaum kennen. Burkina Faso, die Republik in Westafrika, wurde ihnen zugelost. Nun stehen sie vor einer schwierigen internationalen Aufgabe. Es könnte gegensätzlicher nicht sein. Eine deutsche Fachhochschule vertritt das Land Burkina Faso beim größten Planspiel der Welt. Burkina Faso im Herzen Afrikas, eines der 10 ärmsten Länder überhaupt, oft dürregeplagt und von Hungersnöten heimgesucht. Die 80% Analphabeten sind weit von den Bildungschancen an deutschen Schulen und Hochschulen entfernt. Eine schwere Aufgabe also für die 14 Studenten aus Recklinghausen, sich in die Burkina hineinzudenken. Es gibt immer wieder Sachen, wo können wir uns als Europäer schwer reindenken. Und da versuchen wir jetzt auch gerade schon Kontakt aufzubauen mit der Botschaft von denen, ob die uns dann vielleicht dabei helfen. Und in New York lernen wir hoffentlich auch die echten Delegierten von denen kennen. Und ich denke, die werden uns dann das endgültige Bild abgeben. Jede Woche treffen sich die Recklinghäuser. Es geht um Wirtschaft, gesellschaftliche Strukturen, das außenpolitische Gesicht Burkina Fasos. Beim NMUN-Planspiel dann müssen alle so debattieren können, als wenn sie echte Burkiner wären auf einer echten UN-Versammlung. Das sind Originalschauplätze. Das ist das, was wir alle aus dem Fernsehen kennen. Und da werde ich mich auf einmal wiederfinden. Und das ist bestimmt recht aufregend. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man dann dort ist, wird man das einfach ausblenden müssen und wird es als ganz normale Diskussionssituation sehen müssen. Und ist halt auf sich allein gestellt dann in dem Moment. Oder auf zwei, wenn man das Glück hat, zu zweit im Komitee zu sein. Und dann geht's los. Jeder Student hier muss sich auf ein Spezialgebiet vorbereiten. Kultur, Gesundheitspolitik, Erziehung, Religion oder ein anderes Thema. Eben Experte werden für ein ganz bestimmtes Komitee. Das sind 8 Komitees, in denen Burkina Faso vertreten ist in den UN und müssen dann natürlich auch den Standpunkt von Burkina Faso dort vertreten. Das heißt, wir müssen uns so verhalten, wie jemand aus Burkina Faso das wohl machen würde. Auch unpopuläre Meinungen vertreten. Ziel des NMUN-Planspiels ist es, einmal selber Diplomat zu sein, Verhandlungen zu führen und an Beschlüssen mitzuwirken. Die Ergebnisse aus den Planspielkomitees werden den echten UN-Vertretern dann zur Verfügung gestellt. Michael Puchalla, Vertreter der Ruhrgebiet-Studenten, ist jetzt bei mir zu Gast. Auch Sie werden mit nach New York reisen und Burkina Faso vertreten. Wie sind Sie denn ausgewählt worden? Also ausgewählt wurde ich persönlich jetzt letztes Jahr von unserem Professor, Herr Albrecht, der an die Studenten herangetreten ist mit einem Projekt, um das Studentenleben ein bisschen praxisnah zu gestalten. Das ist ja verdammt praxisnah, was da stattfindet. Richtig, ja. Also wir haben so etwas Ähnliches in Form von Planspielen, von Gerichtsverhandlungen am Laufen. Und das sollte ja so eine Stufe höher als sozusagen. Was wird da genau Ihr Auftrag sein bei der UN? Also der Ziel ist, die Diplomatie zu üben und das System der Vereinten Nationen kennenzulernen mit den ganzen internationalen Organisationen. Und der Auftrag wird es sein, in den jeweiligen Komitees möglichst realitätsnah die Interessen des Landes, das wir vertreten, auch darzustellen. Nun nennt sich das ganze Jahr Planspiel. Wird es da auch Gewinner und Verlierer geben? Also Gewinner und Verlierer in dem Sinne gibt es da nicht. Es gibt mehrere Hochschulgruppen, die einen sogenannten Preisen-Award bekommen am Anschluss. Diese Preise werden vergeben für die besten Position Paper. Das sind ja so die Komiteepapiere, die man aufsetzen kann. Genau. Oder halt für die beste Reden oder die beste Vertretung, Argumentation oder wie man sich nah an der Geschäftsordnung gehalten hat und die auch eingehalten hat. Was haben Sie sich denn persönlich vorgenommen für diese Zeit? Für diese Zeit persönlich vorgenommen für auf jeden Fall, also wir werden, unser höchstes Ziel ist, so einen Award mit nach Hause zu bringen. Das ist das höchste Ziel, was wir haben. Und wir haben auch eine sehr gute Gruppe momentan zusammengekriegt, dass wir mit der wir das, bin ich mir ziemlich sicher, also auf jeden Fall schaffen werden. Jetzt sind Sie ja fast schon alter Hase bei der UNO, sag ich jetzt mal so. Sie waren nämlich auch im vergangenen Jahr dort, haben Ihr Land vertreten. Sie haben uns ein paar Fotos mitgebracht, die sehen wir jetzt gerade hier im Hintergrund. Wie war das damals? Welche Erfahrungen haben Sie mitgebracht? Hören tatsächlich die wirklichen UNO-Vertreter auf das, was Sie da vorbereitet haben? Also ich denke mir mal, ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine gigantische Veranstaltung. Sowas bietet sich an mich jeden Tag. Das vor Ort zu erleben, ist in gewisser Weise einzigartig. Und auch das Gehör finden wir sowohl bei den UNO-Vertretern, die dort in New York ihren Sitz haben, als auch bei den Komiteepartnern von den anderen Hochschulen.
Am 6. April geht's los. Ich wünsche viel Spaß, viel Glück und vor allen Dingen viel Erfolg. Ich danke Ihnen. Vor einer Narkose, da haben viele Menschen Angst.